Okay, bevor wir uns durch das Portal wagen, speichern wir lieber nochmal. Hier in den Uhrwerkhallen sollte man eh öfter speichern. Der Unbezwingbare. Okay. Bewegt das sich? Nein. Anscheinend ist die Schlüssel sind in der Kiste drei Schnitzel eingelassen. In den Schlüsseln befinden sich geschnitzte Symbole von Feuer, Wasser und Erde. Okay. Ja, lass mich da bitte rein. Ein gefangener Dämonenfürst und Kisten. Okay. In dem Stein ist die krude Darstellung des Dämonen gehauen, der einen Menschen verschlingt. Darunter sind mit roter Farbe drei Zahlen gemalt. 2 oder 33 oder 10. Eine große rote 2, okay. Große rote 3. Große rote 13. Eine große rote 7. Große rote 5. Oder große rote 11. Also wie gerade, wenn ich die 2 berühre. Zurück mit euch! Okay. Keine Gegner, die ich bekämpfen möchte. Zwei oder 33 oder 10. Was steht denn auf den Truhen? Auf der Deckel der Truhe ist eine rote unter 30 gemalt. Sie wird hier geschlossen gehalten. Okay, eine 7 kriege ich hin. Das müsste das hier sein. Du gehst nicht auf. Dafür gehst du auf, oder? Ah, eine Wassermünze. Eine 66. Was darf ich nicht produzieren? Eine 33 oder eine 10? Wenn ich die Säule berühre, passiert nichts. Ich nehme mal an, hier muss mal, hier wird mal genommen. Also um die 66 zu kriegen, muss ich jetzt, habe ich die, was habe ich gerade nochmal, die 3. Noch ist zu. Wenn ich jetzt die 2 berühre, müsste eine 6 rauskommen. So, ja. Und wenn ich die 11 berühre, eine 66. Keine 33. Ich darf die 2 nicht wegnehmen und ich darf die 3 nicht wegnehmen. Ja, kann geöffnet werden. Gut.
Oh, eine HD-Puppe wieder. Helm des Täuschers und eine Ballista. So, die 130. Nein, wenn ich die Säule berühre, kommt eine 33 raus und der Dämon ist frei. So. Gut, okay. Was haben wir hier? Eine 5? Eine 13? Was ist das letzte nochmal, was ich nicht darf? Eine 10, also die 2 und die 5. Darf ich nicht kombinieren. Hundertsechzig. Vierzehn, 13, 3. Die 11 bringt mir auch nichts. Gibt hier auch keinen Indikator und ich bin gerade irgendwie zu faul zum Rechnen. Dreizehn mal drei wäre 39, 390, die Hälfte von 390 ist 145, also nein. Ich habe 11, ich habe 5, wäre 55, mal 2 wäre 110, nein. Mal 3 wäre 165, ich brauche aber nur 160. Yeah. Ach nee, ich brauche nur 130, nicht nur 160, wie komme ich auf 160? Fünf mal 12 wäre und wäre 60 und 12 mal 3, 5 mal 13, ja, wäre 65. Ja, also die Säule berühren. Dann die Säule berühren. Gut. Und zu guter Letzt die Säule berühren, sollte die letzte Truhe öffnen. Ja.
Gucken wir einfach mal, ob wir den Dämon nicht doch besiegen können. Vorsicht! Zeit zu sterben! Kämpft! Zeit zu sterben! Vorsicht! Zurück mit euch! Verteidigt euch! Verteidigt euch! Achtung! Okay, schwach ist er nicht gerade. Wenn er mal zuhaut. Kämpft! Verteidigt euch! Kämpft! Achtung! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Okay, kann ich durch das Portal fliehen? Zurück mit euch! Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, da haben wir das schon mal geklärt, dass die nicht besiegbar sind. Wir haben es versucht. Das heißt, bleib du da in deiner Zelle. Wir haben die Truhen geplündert. Aber ich glaube, die Unbezwingbaren hier, die können wir auch nicht so leicht töten. Oh, sie sind aber verdammt langsam, was uns einen kleinen Vorteil verschaffen dürfte. Okay, der dreht um, weil ich zu schnell war, aber ich sollte hier reinkommen. Ja. Okay, dasselbe Spielchen nochmal. Ey, der ist gut, wo er da steht. Da kann er ruhig bleiben.
Ja, die Darstellung eines Dämonen, der einen Menschen verschlingt. Schwarze Farbe, drei Zahlen. 5, 24, 12. Okay. Die 26. Eine 8. Und eine 21. Ja, okay, das ist schon mal einfach.